In der vierten und letzten Aufgabe war eine Schaltung gegeben, die bestand aus drei Widerständen. Einem Widerstand R1, einem Widerstand R2 und einem Widerstand R3. Und diese Widerstände wurden von einer Stromquelle gespeist, die hier in diese Verzweigung einen Gesamtstrom IQ oder einen Quellstrom dort reinspeist. Und was hier zunächst mal gefragt war, war, wie groß ist der Strom I1, der durch den Widerstand I1 fließt, und wie groß ist der Strom I3, der durch den Widerstand I3 fließt. Können wir zum Beispiel mal mit dem Strom I3 anfangen. Das schreit förmlich danach, die Stromteilerregel anzuwenden. Die geht ja so, wir nehmen den Widerstand aus dem Zweig, wo der Strom nicht durchfließt, teilen durch den Gesamtwiderstand im Sinne von diesem Maschenumlauf R1 plus R2 plus R3 und rechnen mal den Gesamtstrom. Jetzt ist es natürlich schlau, wenn man Werte von den Bauelementen hat. Der Widerstand R1 waren 1 Ohm, der Widerstand R2 waren 3 Ohm und der Widerstand R6, halt nicht R6, der sollte 6 Ohm groß sein, der Widerstand R3 ist 6 Ohm groß. So, wenn man das jetzt mal einsetzt, dann steht hier oben eine 1 und hier unten steht eine 10. Und der Quellstrom hier, das waren 11 Ampere. Also ein Zehntel von 11 Ampere macht 1,1 Ampere. Und dann kann man den Strom I1 zum Beispiel einfach mit einem Knotensatz ausrechnen, indem man sagt, das muss ja der Quellstrom sein minus der Strom, der hier durch diese Reinschaltung von R2 und R3 abfließt. Und dann rechnet man 11 Ohm minus 1,1 11 Ampere minus 1,1 Ampere ergibt 9,9 Ampere. Damit war schon mal ein erster Teil dieser Aufgabe geschafft. Im zweiten Teil der Aufgabe ging es dann darum, dass dieser Widerstand R3 eigentlich von der Temperatur abhängt. R3 von Theta, und den sollte man ausrechnen bei einer Temperatur von 100 Grad Celsius. Also können wir erstmal sagen, R3 von Theta ist der Widerstand R3 bei 20 Grad Celsius, und das sollten auch nochmal 6 Ohm sein, mal 1 plus Alpha mal Delta T. Und die Temperatur, die hier gefragt war, waren 100 Grad Celsius. Und wenn man jetzt von 20 Grad Celsius ausgeht, dann heißt das, dass das Delta T eben die Differenz von 100 Grad und 20 Grad Celsius ist. Und das sind 80 Kelvin. Und der Temperaturänderungskoeffizient von diesem Widerstand R3 war gegeben mit 2,083 mal 10 hoch minus 3 pro Kelvin. Das kann man jetzt natürlich hier oben einfach mit einem Einsetzen als Zahlenwert und mit einem Taschenrechner ausrechnen. Und dann kann man da drauf, dass, naja, aufgrund dieser krummen Zahlenwerte und den 80 hier, wenn man das dann alles verrechnet, kann man drauf, dass der Widerstand R3 bei 100 Grad Celsius von ehemals 6 Ohm bei 20 Grad jetzt auf 7 Ohm angestiegen ist. Und dann ging es eigentlich nur darum, genau die gleiche Rechnung nochmal zu machen. Also nochmal den Strom I3 auszurechnen, jetzt aber eben bei 100 Grad Celsius. Und dann setzt man die ganzen Werte hier oben wieder ein, natürlich eben den anderen, entsprechend anderen Widerstand R3. Und jetzt kann man sich schon überlegen, hier oben bleibt eine 1 stehen, hier bleibt auch eine 1 und eine 3 stehen, hier steht jetzt eine 7, also steht hier nicht mehr ein Zehntel, sondern ein Elftel. Ein Elftel von 11 Ampere ergibt in dem Fall dann natürlich genau 1 Ampere, nicht 1,1 Ampere. Und dementsprechend kann man den Strom I1 auch wieder ausrechnen mit genau dem gleichen Knotensatz. Und 11 Ampere Gesamtstrom minus 1 Ampere Teilstrom, der hinten abfließt, dann müssen eben durch den Widerstand I1 hier noch 10 Ampere überbleiben.
Und das war eigentlich schon alles, was bei dieser Aufgabe gefragt war.